Ah, der Safe ist hier nicht in der Höhle, sondern Farm des alten Knackers. In was für ein kleines Gebäude ist der denn hier eingezwängt, eingesperrt, verbarrikadiert? Das ist das Wort, was ich gesucht habe. In welchem kleinen Raum ist der Safe denn da verbarrikadiert, bitteschön? Ah, es ist dunkel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß ja nicht. Da hinten habe ich schon jemanden. Ich habe direkt jemanden laufen sehen. Aber egal. In der Ferne. Könnte auch ein Busch gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, da war jemand. Ja, hier oben auf den Bergen langlaufen ist eigentlich immer nicht so die geilste Idee. Hier ist doch schon, ne? Störturm und dann das Haus ist das rechte. Oh, oben bei der Kirche. Geiler Spot für den Signaldetektor. Sehr nice. Das macht Spaß auf jeden Fall. Leider bin ich nicht da gespawnt. Aber egal, egal, egal. Was machen wir? Wollen wir mal pingen? Oder wollen wir rein in die Butze? Ich würde schon gern dahin eigentlich. Lass mal einfach machen. Also nicht ins Safehouse, sondern in die. Die Butze gegenüber, aber ist es vielleicht ein bisschen riskant jetzt? Hier ist schon jemand? Es ist schon jemand in der Butze. Krass. Warte, wo ist der nächste? Direkt hinter dem Haus? Ich habe vergessen, den Störer hinzustellen. Wir gehen ran. Ah, hier, auch nicht so weit weg. Ich will mal kurz gucken. Kommen wir hier nicht so raus? Doch, jetzt. Telefon ist weit weg. Obwohl, so weit auch nicht. Aber schon da hinten irgendwo. Ich will gucken, ob hier der andere hinter der Hütte noch irgendwo ist. Mhm.
kann auch so schlecht sehen, ne? Okay, er ist da oben auf den Bergen. Shit, ist da lang gekrabbelt. Oh. Jetzt hat er mich leider auch gesehen. Telefon ist echt nervig. Vor allem, ich sehe nicht. Okay. Telefon umläuft jetzt. Oder rennt auch weg, das ist gut. Das ist gut. Jemand ist im Safehouse. Was ist jetzt los? Schmeiß das Ding. Boah, ist direkt unterm Safehouse explodiert. Schön, schön, schön. Oh, hier ist schon Strahlung. Krass. Wo ist derjenige, der den Safe aufgemacht hat? Er ist noch im Safehouse. Da ist er gestorben. Okay, seine Deathbox liegt da. Jetzt können wir uns um Telefon kümmern. Ich brauche auch mehr Jod. Wir müssen auch da, wir müssen den Großen eigentlich aktivieren. Aber wenn wir das schaffen, dann sind wir tot. Wenn wir da hinkommen, dann sind wir wahrscheinlich tot. Obwohl, oh, weiß ich jetzt nicht. Ich muss ihm die Sicht vernebeln. Jetzt. Okay, jetzt weiß er nicht mehr, wo ich bin. Perfekt. Okay, perfekt. Er ist irgendwo da oben. Genau da oben, hinter denen nicht. Ja, genau da. Oh, shit, ich glaube, er hat mich gesehen. Okay, hier ist noch jemand, oder?
Now we're talking. Wo ist er? Boah, ich brauche Deckung. Also, da hat jemand Telefon gekillt und jetzt... Jetzt muss ich nochmal pingen, um zu gucken, wo er ist. Hä? Ach, der ist raus zum Exit. Okay, das heißt, ich kann den Tresor plündern. Und die Leiche. Ah, er ist zum Exit raus. Shit. Ich habe irgendwie gedacht, der Exit ist hier lang, aber das ist ja gar nicht so. Okay, warte. Wir brauchen das Jod gleich, wenn wir aus der Strahlung raus sind. Deswegen jetzt... Erstmal gucken wir bei ihm hier. Hat er Jod? Oh, komm schon. Nein, okay. Hat er nicht. Aber er hat auch noch nicht den Tresor. Ah, ich muss hier raus. Oh, shit, ich muss hier raus. Okay, das Exit ist ja hier gleich. Ich hole mir jetzt noch den Tresor, Leute. Das Foto schaffen wir nicht mehr. Oben da bei den Bergen. Okay. Okay, jetzt rein und raus und dann Jod rein. Aber hoffentlich sterbe ich nicht. Mal gucken. Hep. Tape. Raus. Oh, da war sogar noch eine blaue Box, deswegen so viel Jod. Wir müssen erst aus der harten Strahlung raus und jetzt das Jod nehmen. Jupp. Und jetzt zum Exit. Perfekt. Ja, das hat perfekt geklappt. Let's go. Oh, fast wäre es passiert. Oh mein Gott, fast. Ist hier noch eine? Nein. Okay. Wir haben es geschafft. Oh Mann. Krass am Ende nochmal. Fast in die Bombe gelaufen, aber nein. Schön. Was war eigentlich für eine Waffe im Tresor? Welche habe ich jetzt eingepackt? Ich habe einfach einpacken gedrückt. Wir gucken gleich mal. Gar keine, nur zwei Messer? Oh. Dann war gar keine mehr im Tresor drin. Hat da schon einer mit rausgenommen oder was? Keine Ahnung. Ja, wird wohl so sein. Ja, das war gut, dass ich noch die Kontaktbombe gesehen habe und drauf geschossen habe und dafür auch noch eine Challenge, also einen Punkt kassiert habe für die Challenge. Hier mit meinen beiden Messern, die ich erbeutet habe. Naja, da habe ich halt eine Waffe liegen lassen, nicht so schlimm. Aber Kampf um den Tresor, erfolgreich geglückt. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.